Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei uns auf dem Kanal von Martons Abenteuer. Im Regen geht's heute auf Karpfen, genau. Ja, ich hatte Glück, ich bin gerade angekommen, hat's ganz leicht genieselt. Ich habe schnell mein Zelt aufgebaut. Diesmal hatte ich hier meinen, ja, seht ihr später dann auch nochmal, mein Rolli dabei, mein Schirmzelt, weil der Würfel ist absolut undicht. Ja, genau. Ein paar Eckdaten habe ich jetzt schon verraten. Es geht heute auf Karpfen und zwar wieder an gewohnter Stelle. Die Stelle ist präpariert, vorgefüttert und ja, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, wobei nur ein paar Sachen stören mich, aber dazu später mehr. Jetzt mache ich erstmal die Ruten fertig, dass die ins Wasser kommen und dann gibt es ein paar Neuigkeiten vielleicht auch. Neuigkeiten? Nee, keine Neuigkeiten. Also gut, bis gleich. Es wird Herbst, es wird frisch und es wird kalt. Jetzt hat es geregnet hier heute und es ist echt unangenehm. Kalt will ich nicht sagen, aber ja, kühl. Der Körper, der muss sich erstmal darauf einstellen, wieder jetzt an diese Temperaturen. Ich weiß gar nicht, wie viel Grad wir jetzt heute haben. Ist ja auch egal. Dass es abgekühlt hat, das merkt man natürlich auch am Wasser. Bei uns hier an dem Fluss gibt es drei Messstationen, an denen ich glaube halbstündlich oder sogar viertelstündlich, ich müsste mal genau nachgucken, gemessen wird. Also die Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Wasserstand, Trübung und noch so ein paar Sachen. Ja, werden da gemessen und das kann man dann online abrufen und es ist eine ganz, ja, hilfreiche Seite, finde ich. Das gibt's von ganz, ganz vielen Flüssen in Hessen zumindest. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit gemacht wird, aber ich denke schon. Und da kann man immer schön nachschauen. Und ich habe das jetzt so beobachtet die letzten Tage und auch Wochen. Wir hatten zwei Hochwasser jetzt hier bei uns die letzte Zeit. Ein Hochwasser von einer Woche ungefähr, oder war das? Ja, anderthalb Wochen ist es, glaube ich, schon her. Das war schon recht hoch. Und nochmal so ein kleines Hochwasser vor zwei Tagen. Und jetzt fällt das Wasser wieder langsam. Aber ja, es hat ja nochmal geregnet heute. Und vielleicht stagniert jetzt gerade der Wasserstand etwas. Und das ist auch das Problem jetzt hier an der Stelle, an der ich hier angel. Weil hier ist kein beruhigter Bereich. Hier
schießt das Wasser quasi durch. Hier unten ist ja eine Brücke. Da ist nochmal ein Brückpfeiler und dann muss das Wasser entweder links oder rechts unter der Brücke durch und wird auch nochmal beschleunigt. Und ob das jetzt hier an der Stelle bei Hochwasser so toll ist, weiß ich nicht. Aber das muss ausprobiert werden. Die Stelle ist präpariert, steht unter Futter jetzt schon seit geraumer Zeit und wir werden es feststellen. Und ich denke, wenn was geht, dann wird es wieder mitten in der Nacht sein, so ab 3 Uhr vielleicht und dann in den frühen Morgenstunden nochmal was. So war das jetzt die letzte Zeit immer. Und ich denke, wenn was geht, dann wird es so auch sein. Ja. Bald lassen die Züge nach, hoffe ich. Ja, also, wie gesagt, die Stelle steht unter Futter und hier kommt doch schon wieder der nächste Zug. Das gibt's doch gar nicht. Den lassen wir jetzt einfach mal durch. Ein idyllisches Pörtchen hier, wo ich gerade bin. Aber nachts wird's deutlich weniger hier mit dem Zugverkehr, definitiv. Ja, also, das ist die eine Sache, die mich hier so ein bisschen, naja, ins Zweifeln bringt, der Wasserstand. Und die Wassertemperatur ist wirklich rapide in den Keller gegangen jetzt die letzten Tage. Wir haben jetzt hier aktuell, ich glaube, 12 Grad nur noch. Es war sogar auf 11 Grad. Jetzt durch den Regen ist es nochmal ein bisschen hochgegangen, wieder auf 12 Grad. Das ist schon Wahnsinn. Das ging jetzt innerhalb von Tagen, von wenigen Tagen, was die Wassertemperatur von 18 Grad hier runterging auf 12 Grad. Könnte natürlich auch jetzt eine Initialzündung bewirken bei den Fischen, dass die jetzt nochmal merken, jawohl, jetzt kommt der Herbst und jetzt müssen wir fressen. Ja, alles Theorie. Hier draußen im Wasser, da schwimmt die Praxis. Die wird entscheiden, was hier Sache ist. Genau so sieht's aus, ja. Gut, ich werde jetzt hier nochmal ein Vorfach mir vorbereiten, nochmal mit einem Boily für heute Nacht, wenn es dann abbrennt, dass ich dann da gleich austauschen kann. Und ansonsten, ich glaube, ich werde mich jetzt hier bald auf meine Liege legen. Es ist, ich glaube, noch nicht mal 21 Uhr, aber es ist jetzt kalt. Ich friere, dann lege ich mich da schön hin. Bleibt noch wach, kann von der Liege aus die Routen beobachten und dann ja, ist es auch eine schöne Sache. Hier, da stehen die Routen. Kein Meter entfernt von der Liege. Ich brauche einfach nur noch rausfallen und bin direkt an der Liege. Und ich hoffe, dass die Routen auch abrennen werden heute Nacht. Habe ich schon erzählt, was ich dran habe? Ich glaube noch nicht, gell? Nee, mache ich jetzt noch schnell. Also, an der linken Rute habe ich 3 Hartmaiskörner, weil ich habe jetzt hier schon seit mehreren Tagen, wenn nicht sogar Wochen, mit Hartmais immer wieder gefüttert und habe hier absolut keine Beifänge gehabt von Brassen, Rotaugen, Döbel, sonst was. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal 3 kleine Maiskörner drauf. Ging ja beim letzten Mal auch ganz gut. Da hatte ich ja schon drauf gefangen. Und an der anderen Route, da sind meine selbstgemachten Dosenmais-Boilies dran. Da hatte ich beim letzten Mal ja auch schon einen Biss drauf, der dann leider ins Holz ging und ja, sich festgesetzt hat. Und heute darf der Dosenmais-Boily, der selbstgemachte, gerade wieder zeigen, ob er denn ja, bei den Karpfen ankommt. Gut, das sind die Eckpunkte, die Daten und ich muss pinkeln, ich gehe jetzt mal. Ja, das mache ich jetzt. Stop recording. Thank you.
doch schon eingeschlagen. Wer hätte es gedacht um die Uhrzeit? 22 Uhr. Geil. Gut genährt. Der hat bestimmt schon hier an meinem Futterplatz gerüsselt. Schon ein paar Tage. Geil. Boah, ich freue mich. Geil. Geile Sache, Mann. Ja, Mann. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Dass der auf meine selbstgemachten Boilies ging. Geile Sache, Mann. Ja, Mann. Und schon ist mir wieder warm. Ich habe meine Jacke ausgezogen, ja. Wir haben ja noch Sommer. Ah nee, Quatsch. Ist immer noch frisch. Ja, wenn man so ein bisschen sich körperlich betätigt hier, dann wird es einem warm und ich habe mich echt gefreut. Und jetzt muss ich hier neu beködern. Wieder einen leckeren Dosenmaisboilie vorbereiten. Ja, das mache ich jetzt. Stop recording. Ja, die Route liegt wieder an gleicher Stelle und ja, ich habe ein bisschen nachgefüttert mit ein paar ja, Boilies und auch mit Dosenmais, wollte ich schon sagen, mit Hartmais und ja, schauen wir mal, ob da noch was geht. Also jetzt bin ich heiß, jetzt, doch. Ich hatte ja so ein bisschen Zweifel sogar, weil, naja, wegen dem Wetter, wegen dem Hochwasser, wusste ich nicht genau, ziehen die Karpfen jetzt hier trotzdem noch entlang. Aber scheinbar machen sie das, nehmen die Futterstelle nach wie vor an und da könnte echt noch was gehen. Das war jetzt auch eigentlich außergewöhnlich, dass jetzt um 8:45 ein Biss kam, 21.15 Uhr. Der Großteil der Bisse kam immer erst ja, spät in der Nacht oder dann am frühen Morgen. Einen einzigen hatte ich ja im August hier noch im Hellen. Genau, es war auch so, na, könnte vielleicht sogar dieselbe Uhrzeit gewesen sein, aber es war noch hell. Mittlerweile wird es ja deutlich früher dunkel und ja, die äußeren Bedingungen haben sich stark verändert zum April, wollte ich schon sagen, zum August. Und da verschiebt sich natürlich auch alles. Ja, aktuell sitzt der Martin auch am Wasser, allerdings nicht die ganze Nacht. Der macht so ein paar Stündchen auf Wels. Er hat mir gerade geschrieben, dass jetzt die Routen draußen sind. Er hat Bereitschaft die Woche und naja, ist sehr, sehr spät ans Wasser gekommen.
Im Prinzip macht der Martin das jetzt so, wie ich das oft mache, wenn ich nach der Spätschicht angeln gehe, denn der ist jetzt auch recht spät ans Wasser gegangen und ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass da noch was geht. Er will einen Wels fangen oder auch zwei, drei. Nee, ein Wels auf jeden Fall, das drücke ich ihm. Da drücke ich ihm ganz fest die Daumen. Und ich stehe noch hier in Kontakt mit dem Simon, mit meinem Neffen. Der ist aktuell auch am Wasser, an einem See mit einem Kumpel zusammen. Ich grüße die beiden mal jetzt hier, Simon und Daniel. Ich drücke euch die Daumen, aber das habe ich euch schon geschrieben. Und da geht bestimmt noch was bei euch. Ihr bleibt ja bis Freitag, heute ist ja erst Mittwoch. Da geht mit Sicherheit noch irgendwas. Ja, so sieht's aus. Macht ihr das eigentlich auch, wenn ihr so am Wasser sitzt, dass ihr dann euch so gegenseitig schreibt, ob was geht, wann was gehen könnte oder wie auch immer, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also wir machen das eigentlich ganz gern. Wir haben ja verschiedene WhatsApp-Gruppen, mit denen wir hier hin und her schreiben. Übrigens mit dem Andreas von Zackfishing. Na, so ganz Zackfishing-mäßig ist er nicht unterwegs. Ab und zu ist er da mit dabei beim Hannes. Jedenfalls mit dem Andreas habe ich heute auch schon geschrieben. Und ja, das macht immer Spaß, wenn man sich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, selbst motiviert oder ein bisschen anstachelt gegenseitig, das was geht. Das hebt die Stimmung auf jeden Fall. Ja. Gut. Ich mach die Kamera aus. Und warte auf den nächsten Biss. Jetzt so langsam kühle ich wieder runter. Ich glaube, ich muss meine Jacke wieder anziehen. Ja. So. Kurz vor 12 Zeit, um ins Bett zu gehen. Ah, und ich freue mich schon jetzt hier. Schön in das gemütliche Bett zu gehen. Jetzt ziehe ich mir hier noch eine gemütliche Hose an. Ach, ich freue mich. Geil. Und da wird noch was abbrennen heute Nacht. Jawohl. Ein Racker an hier. Ein kleiner Spiegler. Wo kommt der denn her? Ein kleiner Spiegler. Ich frag mich, wo der herkommt. Guten Morgen! Nichts ist mehr passiert nach dem kleinen Spiegler leider. Deswegen packe ich jetzt ein. Ja, die Ruten liegen zwar noch
Abriss steht noch, aber ja, ich pack ein und sag an dieser Stelle, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Yeah.